Digga, der Kampf um einen Typen, Cousin. Zwei Mädels kämpfen um einen Typen, Digga. Jalla, Abfahrt, wir gehen rein. Letztes Mal Pampen hat uns hochgenommen. Denkst auch, ich nehme deinen Typen weg, Junge. Komm mal runter mit deinen Komplexen. Ich zeig dir heute, wer Bohrmaschine ist. Frankfurt, Digga. Represent. Ich will für die. Digga, die will's machen, die Albanerin. Wichtig. Ey, hör mal zu, du sagst dir Baumaschine, Baumaschine, ich mach aus deinem Gesicht Baustelle, hast du verstanden? Ey, wa, Leute, was geht ab? Also ich hab, was zu sagen, wer gegen mich oder gegen Christine in Zukunft kämpfen will oder Stresser soll zu anrufen oder meldet euch bei Fatih. Ihr wisst Bescheid, ich schwöre. Ja, ja, doch, die ist es. Ich sage euch ehrlich, die wird gewinnen, 100%. Die ist drauf. Frankfurt, Albanerin, represent. So, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Kampf, auf den wir alle gewartet haben zwischen den beiden Frankfurterinnen. Dann würde ich mal sagen, schnacken wir nicht lange rum. Begrüßt mit mir aus der roten Ecke Jesse, aka Bohr Machine. So, Ladies and Gentlemen. Geil, ich freue mich. Grüßen mir alle aus der roten Ecke, Jesse aka Bohrmaschine. Stell dich mal vor. Ich bin Jessica, ich komme aus Frankfurt und albanische Wurzeln. Okay, was hast du für Erfahrungen mit Boxen? Ich? Ehrlich? Gar nicht. Ich habe einmal in meinem Leben geboxt. Das ist das zweite Mal. Und wenn es gut läuft, will ich Boxerin werden, weil ich jeden umhauen kann. Also bist du sehr schwer überzeugt von dir? Ja. Okay, hast du irgendwelche Straßenerfahrungen oder so? Ja. Ja? Viele Schlägereien? Ja, sehr viele. Wie viele? Digga, nicht, ich habe Straßenerfahrungen, Digga. Aber okay, Respekt. Sie ist auch woanders aufgewachsen in Frankfurt, Digga. So, kannst du abzählen auf einer Hand oder auf zwei? Oder brauchst du dafür mehrere Hände? Mehrere Hände. Ehrlich, so viel? Ja. Ach, das ist nicht so cool, distanziert euch von Schlägereien. Oh, Anzeigen? Nein, nur zwei. Immer abgehauen. Ja. Nein, nur zwei, alles klar. Lille. Oh, ich hab zwei. Von hinten wird schon geschrien, ich egal, hab viele. Ich hab nur zwei, weil wer kann, der kann werden. Ich kann nicht. Also hast du schon Interesse, weitere Kämpfe zu machen, ja, und dass dich die Mädels auch herausfordern? Bis, stehst du dazu? Normal. Ja, dafür ist sie ja da, genau. Was hast du für eine Körpergröße? Ich bin 1,60 und wieg. Du wirst ausgelacht. Sag mal, leise für ein Mädchen 1,78. Ich bin 1,70, du kleiner. Wie redest du mit mir? Ich bin dein. Was engen kannst, Junge. Egal, Leute. 1,60 ist süß, ist cute. Okay, also das war Jesse aka Bohr Machine. So, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir aus der schwarzen Ecke Christina aka 30 Euro. 30. Aka Hermine Granger. Harry Potter Schwester. Hermine. Komm, stell dich mal vor. Ich bin Christina und ich wohne in Frankfurt. Okay, hast du Boxerfahrung? Schlägerei. Auch Schlägerei? Ja. Wie viele? Auch viele? Ja, glaub mir, die beiden hatten mehr Schlägereien als wir und das ist Fakt. 100%, ne, Digga. Ja, Bruder und Sonja 2, ich weiß nicht. Kann ich auch gegen die kämpfen, Kapi? Ich will meinen ersten Kampf gegen die machen. Sogar, dass ich Anzeigen bekommen habe. Körperverletzung. Ja. Warum schlägst du dich? Weil die mich provozieren. Und einen auf krass machen, aber die haben eine Fresse bekommen. Und seitdem nie wieder in meinen Augen geguckt. Also machst du auch Ansage, wer dich herausfordert? Du bist dabei? Ja, ich bin dabei, Leute. Okay, also Mädels, ihr wisst Bescheid. Falls ihr gegen Christina oder Jesse kämpfen wollt, meldet euch bei mir. Ah, und ich bin 1,70. Wie schwer? 60. 62. Also die wiegen beide gleich. Also ich sag mal so, die beiden haben ja Straßenerfahrung. Von daher interessiert sie auf der Straße nicht, fragt man ja nicht, wie groß bist du, wie viel wiegst du. Deswegen, also Leute, wie gesagt, ich will mich nicht bei jedem Video wiederholen müssen. Ich mag Frauen, die sich gerne schlagen, Kapi. Ihr wisst ja, dass mein Trainer dabei ist, das ist alles professionell. Und natürlich unterstützt von No Limit Fight Academy. Ich check diesen Fight Club auf jeden Fall ab. Wer trainieren möchte, hart sein möchte, kann gerne herkommen. Erster Link in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim Kampf. Let's go. Das ist mir. Also, pass auf. Wir sind hier, wir haben uns jetzt hier getroffen. Ihr wollt es unter euch klären. Ihr habt ja irgendwelche Stress wegen den einen Jungen.
Ne? Baba Junge, muss man auch sagen. Auf jeden Fall. Maschallah, ne? Der Junge, wirklich. Was denkt er sich denn? Ja, ich höre, der denkt sich, oh mein, also, ja, beide blockieren. Die boxen sich Frauen, Digga. Irgendwie auch lustig. Beide blockieren. Irgendwie auch lustig. Ja, so wie es, Digga. Scheiß auf die. Aber es ist lustig eigentlich. Ich wollte der Hauptgrund, warum die beiden jetzt kämpfen. Also, das Problem ist ja, dass die irgendein Problem zwischen wegen einem Jungen haben. Ja, der Junge flachst die beide, glaube ich. Krass, du bist ein Babo. Also, pass auf, es wird nicht gepissen. Es wird nicht gekickt, ne? Wenn ich sage, also, kein Bein. Na, deine Beine. Nur wollen wir boxen. Ne? Ja. Nächstes Mal machen wir mit Beinen. So, wenn ich sage Stopp, wird nicht mehr geschlagen. Mhm. Okay, das war's. Der Sieger kriegt den Jungen. Nein! Okay. Ich weiß nicht. Bereit? Oh, mal gut. Bereit? Fight! Oh! Oh! Der Kuh nicht vergessen. Der hat gesessen, ja. Nein. Nicht mit Angst kämpfen. Ja, immer Deckung. Auf Ernst jetzt? Deckung. Ja, mir hat diesen Spaß, was sie gerade machen, wird richtig jetzt ernst gleich, ne? Wenn die ersten Schmerzen da sind, Digga. Sehr gut. Aha. Ja. Jawohl, Deckung, Deckung. Atmen. Komm, eine Minute habt ihr noch. Komm. Das meinte ich mit der Dunge, mit der Ausdauer. Sie hat extra kein Shisha geraucht. Wow. Oh, oh, sehr gut. Vollkontakt. komm, weiter. Push. Jawohl, Junge. Jawohl. Bah. Boah, jawohl. Digga. Leise. Fight, komm. Wir machen durch, wir sind checken einfach. Oder Ausdauer kickt, Digga. Box ist anstrengend, ne? Viele unterschätzen Boxen, aber das ist wirklich anstrengend. Vor allem, wenn man keinen Sport macht, so. Noch anstrengender. Patron, fazla şey yapma. Boah! Nicht wegdrehen! Nicht wegdrehen! Jawohl, nicht wegdrehen! Immer brutal! Brutal! Jawohl, komm! Komm, nochmal, ruf! Boah, bam! Bam! Nicht wegdrehen! Jawohl, nicht wegdrehen, du auch nicht! Ich kann nicht mehr! Okay! Da wurden gute Treffer verteilt, aber! Digga! Da! Ich glaube nicht, dass der Junge sich denkt, boah, voll lustig. Ich schwöre, ich würde mich totlachen. Ja, hätte ich mit zwei Damen zu tun und meine Freundin würde. Digga, glaub mir, du würdest allen deinen Freunden Bescheid sagen, also, und wir würden uns alle totlachen. Blockiert die alle. Ehrlich, das geht nicht. Boah, der hat mich. Da wurde ich jetzt sauer. Arme hoch. Ja, durchatmen. Mach dasselbe bitte auch bei ihr. Atme tief. Wasser! She needs a cup of water, please. Bring dir mal Wasser. Und ihr auch. Unentschieden bis jetzt. Mittendrin ist unentschieden. Unentschieden. Hey, ich kämpfe gegen die Ding. Oder wie heißt die? Sonja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bist du noch da? Bist du noch voll da? Ja. Normal. Schwöre. Ja? Die zwei waren besser als die Jungs. Ja, also das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Nicht nur er sagt das, sondern ich auch. Also die waren besser wie die Jungs, die erste Runde. Jungs waren auch die Mädels. Also der erste geile Fight heute. Erste Mal. Die gehen nicht. Nur Giuliano war stabil.
Gianni war okay. Der war gut, Digga. Der kommt besoffen hier rein, Digga. Keine Ahnung. Ja, aber, ey, der kommt auf Jackie-Dose. Der kommt auf Jackie-Dose auf. Nack, nack, Alter. Soll ich nochmal machen? Warte mal, Alter. Ich hab dieses Ding, ich bekomme keine Luft. Das ist normal. Aber für letztes. Glaub mir, ohne gehst du K.O. Nein, ich hab die letzte auch kaputt geschlagen. Hier. Leute verteilen Ansagen und so. Will. Das geht. Das geht, das geht. Du kommst jetzt auch, ey, hier, die Zeit läuft. Warte, Bro. Der war. Nee, der war auf. Mach das noch ein bisschen fest. Ich bin echt gespannt, Leute, ob Sonja den Kampf annehmen wird gegen Jesse. Ich muss halt sagen, ich finde MMA ist 100-mal krasser als Boxen, ne? Digga, würden die MMA machen, wäre viel krasser, Digga. Aber MMA ist halt auch gefährlicher, ne? Digga, MMA willst mit Knie und so, Digga, mit Fußbuch. MMA ist Digga, krass. Ich gehe, glaube ich, dahin, aber ich will MMA machen. Holt mir Arfa ran. Arfa, komm. 1-1, Kapi. Ich glaube, Sonja hat ein bisschen Angst. Hat Angst? Ich glaube, Sonja hat vor keinem Angst. Ich glaube auch, dass sie keine Angst hat. Nur Angst vor Gott. Aber ich sag dir, die geht ab, Alter. Sonja! Sonja, ich will Sonja! Auf geht's, komm, jetzt zu mir. Runde 2. Bereit? Ja, nochmal. Und niemals wegdrehen. Und nicht umdrehen. Und. Fight! Auf geht's. Oh, yeah! Oh yeah, okay, let's go. Wie? Nico, what? Was? Aha. Bam, bam. Komm, fight. Komm. Wer will den Jungen haben? Auf geht's. Okay, dann komm. Das meinte ich mit Ausdauer. Oh! Deckung! Ja. Oh! Wenn jemand bei Boxen liegt, darf man nicht draufschlagen, ne? Nee. Ach, Digga, Boxen ist eigentlich echt die Schüre. Wie kann man K.O. gehen? Ja, fang mal eine Digga, von einem Boxer. Ich, nur eine, ich will gegen dich machen. Nur eine von einem Boxer und du schläfst so. Nein, hau mir sofort. Ist das gespielt mit K.O. gehen und so, Digga? Digga, ich geh niemals K.O. Bei Boxen gehen Leute ich nicht K.O. Andere schon, ich nicht. Digga, das geht nicht. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so vorstellen. Ich sag dir ehrlich. Ich glaub, ich spiele auch manchmal ein bisschen, ja. Lieber 3 Wochen, Digga. Laut K.O., Kollege. Digga, ich will gegen jemanden boxen. Ich hab Bock. Wer will gegen mich boxen? 1-1, ich trainiere das. Wer will gegen ihn boxen? Digga, ja, oh. Die Aufnahme ist scheiße, sag ich dir jetzt schon. Was ist jetzt gut? Ist da? Du läufst zu viel, Pause. Nimm von da mehr auf. Oder dann checkst du. Meinst du? Ja, natürlich. Und sei leise. Ich lass mich halt und fight. Auf geht's, sei leise. Aura, lass das weg. Boah, tschüss! Oh! Da wird wild um sich herum geschlagen. Komm weiter. Wir haben noch eine Minute, halb 30 Sekunden noch. 30 Sekunden? 30 Sekunden, du hast doch gut geschlagen. Hör doch nie Fans, Mann, warum ruhig? Egal, wasche. Guck mal, Digga, die geben schon gute Schläge auf Kopf, aber ne? Ja. Digga. Komm! Oh! Stopp! Aber die gehen nur auf Kopf! Beide! Nur auf Kopf! Denen ist egal, Hauptsache Kopf geschädigt! Auseinander! Oh, jetzt weiter geht's! Fight! Komm, weiter geht's! Letzte 15 Sekunden! Komm, auf geht's! Ey, die kann gar nicht mehr, ne? Ja. Jesse, letzte 10 Sekunden! 9! 8! Komm, 7, noch einmal richtig! Hatte! Komm! Ruf! Und Zeit! Arme hoch! Digga. Eine Runde noch. Ja, alles gut, jetzt eine Runde noch. Ich lasse. Digga, ihr habt so einen Dachschaden, ehrlich. Was sagen wir zum Kampf? Bester Kampf ist jetzt. Wie heißt denn die Dinge? Wir warten auf die Reisnummer. Sonja, dein Gegner ist da. Sonja, dein Gegner ist da. Sonja. Ist da. Normal! Jesse, was sagst du? Was sagst du? Wie kann man da sowas teilnehmen? Pumpe Monkey schreiben, Digga, ne? Digga, heiß. So, genauso wie ich mir vorgestellt habe, halt nur, ich dachte, wenn ich kaschiere, habe ich mehr Ausdauer. Aber 50-50 ist es. Das ist ja gut, dass du nicht geraucht hast. Ja. Ich denke, wenn die jetzt keine Shisha raucht, ein, zwei Tage, die hat mehr Ausdauer. Keine Ahnung. System gedribbelt. Ja, hätte ich geraucht. Ey, das sind auch die einzigsten, die jetzt nicht rummeckern, ne, beim Kampf. Ja, top. Was sollen wir denn sagen? Hey, aus euch machen wir richtige Killer. Komm, also denkt, ich kann anfangen. Was Zukunft, Mädchen. Ich glaube, und?
Sieht mein Lippenstift wie vorher aus? Ja, besser. Besser? Ich schwöre. Du musst nächstes Mal mit Schminke kommen. So, komm, bereit mal ein. Letzte 2 Minuten. Der Trainer hat Start, Digga, ehrlich. Das heißt, du meinst, Letzte Runde. Okay, jetzt könnt ihr Gas geben, jetzt braucht ihr keine Ausdauer mehr. So, letzte Runde, kleine Umarmung, kurz umarmen. Go. Jawohl, ihr müht euch. Mashallah. Und bereit. Fight. Letzte Runde, Leute, komm. Jetzt könnt ihr euch... Neun Runde, okay, let's go. Wie sitzen noch deine Wimpern, Junge? Ja, sitzt bei mir werden die schon längst weg. So gut geklickt, ja, weil... Ich hab's gedacht, es reicht. Leute, schnell, komm! Oh! Das war ein Brett, Digga! Das war ein Brett, Digga, ich sag dir ehrlich. Ich glaub, ich wär K.O. gegangen so. Leute, schnell, komm! Oh! Die war sauer! Reinkommen. Boah, Digga, daran merkt man, wenn die Schläge wehtun, man kommt stärker zurück. Bah! Auch sauer, Digga, ne? Komm, weiter, und... Fight! Digga, der hat B. Jawohl, jawohl! Was macht die denn da? Gerade bleiben. Bah! Und weiter geht's. Fight! Komm mal. Durchatmen. Komm, die letzten Sekunden, komm! Jetzt entscheidet, komm! 30 Sekunden noch. Boah. Boah, Digga, die hat echt eine Schlaggebote, ne? Die hat echt einen Schlag, Digga, ehrlich. Letzte 30. Komm! Auf, komm, drauf! Letzte Sekunden, komm! Hier, reinkommen. Komm. 15! Und falsch, auf geht's! Leute, komm, 15 Sekunden! Sie kann nicht mehr. Die entscheidet über alles! Komm, Junge, komm! Rein in die Masse, yalla! Ja! Stopp! Ja! Sie kann nicht mehr! Oh, weiter geht's! Falsch, komm, auf geht's! Oh, geil! Das ist schon MMA-Lauf mit Griffen da! Komm, Jesse, nochmal gleich! Für mich hat Rot dominiert, sage ich euch so wie es ist. Die Rote war echt, der hat auch starke Force gehabt, ja? Ich wusste, die Albanerin, Digga, zu Hause, die Dinger, die bekommen hat, haben was gebracht. Meinst du, die hat Dinger bekommen? Oder die ältere Brüder und so, die da. Auf jeden Fall ist er auch Rot, ne? Rot, ganz klar, Digga. Rot, Digga. Rot ist echt, also, die hat echt, jetzt gerade eben vor allem die letzte Runde, was hat die Weiße gemacht? Die schlägt so auf einmal.